das an, Freunde? Der Kugelhaufen ASP-432 im vierten Spiralarm des Andromeda-Nebels. Da hängt er, 10 Lichtjahre vor uns. Eine Weintraube aus glühenden Sternen. Das war Erik, der Kommandant des terranischen Raumschiffes Galaxis, das nun innerhalb eines irdischen Kalenderjahres 100.000 Lichtjahre tief in den Andromeda-Spiralnebel eingedrungen ist, um für den Rest der Menschheit eine neue Heimat zu suchen. Man erkennt mit freiem Auge leider keine einzige gelbe Sonne. Das wäre auch zu viel verlangt, Merina. Aber warte nur auf die Bildauflösung, da wird es von Sonnen wie unsere alte eine war nur so wimmeln. Merina, die Technikerin, und Strabos, der Navigator. Zwei weitere Mitglieder der Mannschaft. Und schon meldet sich auch Bianca, die Biologin, das vierte und vorläufig letzte Mitglied der Crew. Zumindest, was die Erwachsenen betrifft. Unsere 20 Babys sind nun ein Jahr alt und haben noch keinen Sonnenstrahl gesehen. Es wird langsam Zeit. Diese Sorge ist zwar verständlich, aber eigentlich unbegründet, denn die vier Menschen, Erik, Strabos, Merina und Bianca haben ebenfalls noch nie einen Sonnenstrahl gesehen. Sie wurden vor 26 Jahren in diesem Raumschiff geboren, kurz bevor es in den Andromeda eintauchte. Und so, wie sie damals vom Zentralcomputer der Galaxis, liebevoll Daddy genannt, aus dem Brutkasten geholt wurden, haben sie nun selbst 20 weitere Geburten eingeleitet. Vor einem Jahr. Aber lassen wir am besten Daddy zu Wort kommen und fliegen wir mit der Galaxis in ein neues Abenteuer. Ehe wir nun zum letzten Raumsprung ansetzen, der uns in den großen Kugelhaufen bringen wird, muss ich euch noch etwas sagen. Schieß los, Daddy. Du weißt, dass wir immer begierig zuhören. Ich habe schon seit einiger Zeit keine Angst mehr um mein Blech, meine Röhren, meine Kabel, um den Kunststoff und die ganze Elektronik. Ja, hast du denn jemals Angst gehabt? Kann ein Computer denn... Ja, als mich eure Väter vor über 2 Millionen Jahren bauten und mit dem gesamten Wissen der Menschheit fütterten, war ich zwar der bedeutendste Computer aller Zeiten, aber doch nur ein Computer. Du bist schon lange keiner mehr, Daddy. Du bist das fünfte Mitglied dieser Mannschaft. Wenn wir ehrlich sein wollen. Er ist das erste Mitglied. Und sogar mit menschlicher Angst. Ich gestehe bei dieser Gelegenheit, dass mir selbst mehr als flau im Magen war, als wir zum ersten Mal mit dem andromedanischen Hyperantrieb ins Nichts abrauschten. Was die wohl sagen würden, wenn sie wüssten, dass wir die 100.000 Lichtjahre tatsächlich geschafft haben. Mit Hilfe ihrer Technik, die ja im Grunde über unser eigenes Verstehen weit hinausgeht. Ich glaube, sie haben nicht mit unserem Überleben gerechnet. Aber sie werden es wohl nie erfahren. Sollten wir hier eine neue Heimat finden, werden viele neue Menschengenerationen Aufbauarbeit leisten müssen. Auch unsere 250.000 tiefgefrorenen menschlichen Keimzellen. Minus 20 Babys. Die leben ja schon und sind recht munter. Also gut, du Pedant. Diese neue Menschheit wird keine Zeit für Besucher am anderen Ende der Andromeda haben. Beziehungsweise nur dann, wenn wir den Hyperantrieb weiterentwickeln können, die Andromedaner selbst mit ihren Riesenschiffen vollführen Sprünge über 10.000 Lichtjahre. Das zwingt mich zu einer Frage, die ich bisher immer weggeschoben habe. Aber jetzt, am Ende unserer Reise, Merina, wenn der Hyperantrieb ausfällt, könntest du ihn reparieren? Vielleicht, mit Hilfe der von mir bestellten 10 Techniker, die im Augenblick erst ein Jahr alt sind. In 19 Jahren kann ich beginnen, Ihnen das Wenige zu vermitteln, was ich selbst über diesen Antrieb weiß. Du siehst also, wie viel Zeit vergehen würde, bis wir wieder in der Lage... Zerbrecht euch doch nicht den Kopf über dieses Problem. Fällt der Hyperantrieb aus, fliegen wir linear mit Licht weiter. Das haben wir auch schon vorher gekonnt. Und der Kugelhaufen liegt 10 Lichtjahre vor uns. Darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Malt den Teufel nicht an die Wand. Nochmals 10 Jahre stumpfsinnig dahin zu fliegen, das halte ich nicht mehr aus. Bereite doch alles möglichst schnell für den letzten Sprung vor. Langsam, langsam. Erst müssen die Aufnahmen ausgewertet werden. Wir können nicht planlos in den Kugelhaufen hineinhüpfen und sagen, hoppla, da sind wir. Hier ist
also der Kugelhaufen ASP 432 in Großprojektion, eingeteilt in 20 Vektoren. In Vektor C2, also hier, schweben in einem Würfel von etwa 25 Lichtjahren Seitenlänge sage und schreibe 81 gelbe Sonnen vom Spektraltyp der unsrigen, aus ferner Vergangenheit. Da nichts wie hin. Sei nicht so ungeduldig, Bianca. 17 davon sind Doppelsonnen mit wahnsinnig schneller Umlaufzeit. Da ist kein Platz für Planeten, noch dazu mit Lebensbedingungen. 24 weitere haben keine Trabanten, also ebenfalls Fehlanzeige. Und die restlichen 40? 24 haben eindeutig Planeten, die restlichen 16 könnten welche haben. Eine wichtige Durchsage. Sensoren melden in einer Entfernung von 15 Lichtminuten in Flugrichtung Unregelmäßigkeiten in der Raumstruktur, die plötzlich aufgetreten sind. Vibrationen und Verzerrungen. Ende. Bildschirm für Direktbeobachtung aktivieren. Optimale Vergrößerung einstellen. Hier ist überhaupt nichts zu sehen. Stimmt. Aber eine Vibration des Raumes kann man auch nicht sehen. Vielleicht aber das, was diese Vibration hervorgerufen hat. Da! Seht nur! Von Nordost rast eine ganze Sonne Richtung Bildmitte. Und von da drüben kommt eine zweite. Es scheint, als würden sie aufeinanderprallen wollen. Die Kurzberechnung ergibt eindeutig einen Kollisionswert. In wenigen Minuten wird der Zusammenstoß erfolgen. Es handelt sich übrigens in beiden Fällen um blau-weiße Riesensonnen der Spektralklasse B. Wir müssen extrem verlangsamen und irgendwie zur Seite kommen. Ich bremse schon, was natürlich nur relativ ist. Und mehr als 30 Grad Steuerbord werden wir nicht schaffen. Backbord, Merina. Auf Steuerbord ist soeben eine dritte Sonne im Raum aufgetaucht. Heiliger Strohsack! Und ebenfalls auf Kollisionskurs. Wir sind nur 12 Lichtminuten von diesem Beginn Hexenkessel entfernt. Merina, wenn du die Kursabweichung erreicht hast, müssen wir möglichst mit vollem Licht von ihr weg, egal wo. Damit uns die Atomstrahlung nicht einholt. Die fliegt aber mit Lichtgeschwindigkeit ewig hinter uns nach. Wenn wir einmal langsamer werden müssen, hat sie uns. Sie verliert sich im Raum, verliert an Intensität und so weiter. Die Druckwelle und die glühende Wolke zerstäubter Materie breitet sich geradezu langsam aus. Verglichen mit unserer eigenen Geschwindigkeit. Hier droht uns wenigstens keine Gefahr. Kursabweichung erreicht. Ich leite die erneute Beschleunigung ein. Da! Jetzt erfolgt der Zusammenstoß. Was für ein tödliches Schauspiel. Das nennst du tödlich? Es ist überhaupt nichts passiert. Die beiden Sonnenkugeln haben sich einfach vermischt zu einer nun wesentlich größeren. Was wird wohl geschehen, wenn die dritte dazu kommt? Da es sich ebenfalls um eine Wasserstoff-Helium-Sonne handelt, wird sie sich genauso einfügen. Wir werden es gleich sehen. Das ist ja alles Wahnsinn. Ein Fixstern kann doch nicht einfach seinen Fixpunkt verlassen und irgendwo hinfliegen. Und das macht dann auch noch ein zweiter, ein dritter. Und ein vierter. Er kommt von links oben, genau aus der Richtung, in die wir gerade ausweichen wollen. Hoffentlich beeilt er sich für sein Rendezvous. Der dritte Stern hat sich bereits fusioniert. Aus 1 macht 3. Diese neue Sonne, die vor uns aus 3 Einzelnen entstanden ist, hat schon die Größe der Megalhäuser aus dem Sternbild Orion, unserer alten Heimat Milchstraße. Wenn nun die vierte dazu kommt, dann gibt das einen Stern mit der Größe des Antares aus dem Skorpion. Ich kann mir nicht helfen. Das ist unmöglich ein natürlicher Vorgang. Das macht irgendjemand. Du glaubst, da greift sich einer von irgendwo eine Sonne heraus, ein paar andere dazu und dann spielt er Murmeln damit? Ja, das glaube ich. Hier experimentiert jemand mit Sonnenmaterie. Er macht aus großen, heißen Sonnen eine Supersonne, wie sie auf natürlichem Weg noch in keiner Galaxis entstanden ist. Aber warum? Außerdem wird geballte Sonnenmaterie ab einer gewissen Größe instabil und fliegt auseinander. Genau das wird er sehen wollen. Wer denn um Himmels Willen? Der Kugelspieler. Vielleicht baut er Knallkörper für den nächsten Silvesterabend. Bloß seinen eigenen Größenverhältnissen angepasst. Auf diese Belustigung können wir verzichten. Wenn dieses Höllending explodiert, verseucht die radioaktive Strahlung unseren ganzen Kugelhaufen, der ja nur 10 Lichtjahre daneben liegt. Nicht nur das. In 100 Jahren wird die Restmaterie dieser explodierten Sonne als Gas- und Nebelmasse in den Kugelhaufen eindringen und alles Leben bedrohen. Dann brauchen wir gar nicht mehr hinzufliegen. Alles vergeblich. Lasst nicht die Köpfe hängen. Noch ist das Ding stabil. Die vierte Sonne wird übrigens gleich hineinfallen. Und wieder ohne jede äußere Auswirkung. Ein Vorgang, der allen uns bekannten astronomischen, physikalischen und chemischen Gesetzen widerspricht. Ein Beweis, dass Erik recht hat. Aber wer kann so eine Macht haben? Ich habe die Antwort bereits aus meinem Datenspeicher geholt. Das
Das habe ich auch schon gemacht. Was? Du hast deinen Datenspeicher eingebaut, Verena. Ich habe bloß ein besser funktionierendes Gedächtnis als du. Jetzt dämmert's bei mir auch. Andoro, der Andromedaner, hat uns bei unserer ersten Begegnung so etwas erzählt. Natürlich. Unbekannte Energiewesen. Die sind auch der Grund, warum die Andromedaner ein riesiges Warnsystem am Rande der Galaxis aufgebaut haben. Mit dem sie uns geortet haben. Ich weiß ebenfalls wieder alles. Diese Wesen leben im dritten Spiralarm, den wir vor 2 Monaten durchquert haben. Andor hat berichtet, dass sie den Schöpfungsgedanken auf der Spur wären und unvorstellbare Experimente mit jeder Form von Materie machten. Und das immer ein wenig außerhalb der Galaxis. Weil sie viel Platz dazu brauchen. Sehr rücksichtsvoll. Aber jetzt sind sie verdammt weit herinnen, im Randgebiet des 4. Spiralarmes. Sie werden diese 4 Sonnen hier herausgeholt haben. Eine neue tödliche Gefahr. Wir werden hier nie sicher sein können. Eines Tages fliegt so ein Unbekannter vorbei und nimmt unsere neue Sonne an der Leine mit. Achtung, eine weitere Durchsage, der in nunmehr 80 Minuten vor uns entstandene neue Riesenstern hat soeben eine Eigenbewegung angenommen und Kurs auf unser Raumschiff eingeschlagen. Merina, voller Schub, egal wohin! Aha. Dort werden sie ihn vermutlich atomisieren oder umbauen. Was können wir schon wissen? Die Raumturbulenzen, die durch das Auftauchen der 4 Riesensterne entstanden sind, sind wieder entleert. Unser Weiterflug kann dadurch nicht mehr beeinträchtigt werden. Sollen wir überhaupt noch weiterfliegen? Wir wären hier immer so eine Art Nachbar dieser Halbgötter aus dem 3. Spiralarm. Und damit immer potenzielle Opfer ihres Wahnwitzes. Wir haben keine andere Wahl mehr, aber wir haben die Hoffnung, eines Tages vielleicht Kontakt mit diesen Wesen aufnehmen zu können. Das ist den Andromedanern in 1000 Jahren nicht gelungen. Wir sollten es versuchen. Diese Wesen sind vermutlich ohne jede persönliche Bösartigkeit oder Aggression. Sie müssen weder um Lebensraum noch um Nahrung, Besitz oder politische Macht kämpfen. Sie haben alles und sind unbesiegbar. Vielleicht kann man eine Aufgabe für spätere Generationen. Wenn sie uns nicht vorher, vielleicht nur wirklich rein zufällig, ausgerottet haben. Wir haben volle Fahrt erreicht und auch wieder den alten Kurs eingeschlagen. Alle Vorbereitungen für den nächsten und letzten Sprung dieser einjährigen Reise treffen. Jeder geht an seine Arbeit. Durchsage an alle Stationen. Der Countdown zum Wiedereintritt in den Normalraum beginnt. Bereitschaft melden. Navigation Stravos, Koordinaten überprüft, alles okay. Ende. Maschinenzentrale Merina, Systeme funktionieren optimal. Dimensionsverzerrer wird in 30 Sekunden abschalten. Ende. Was ist mit Bianca? Warum meldest du dich nicht? Wozu soll ich mich melden? Unsere 20 Babys sind ohne jede Funktion für unser Manövrieren. Aber wenn du willst, biologische Station, Bianca, alles okay. Ende. Bianca ist seit kurzem verändert. Ist dir das auch schon aufgefallen, Daddy? Sie fühlt sich irgendwie als Mutter von 20 Kleinkindern. Das wird vermutlich alles sein. Achtung, noch 60 Sekunden bis zum Wiedereintritt. 5, 4, 3, 2, 1, Schaltung. Eintritt in den Normalraum vollzogen. Raumschiff schwebt bewegungslos wie vorgesehen. Ende. Landekoordinaten exakt nach Berechnung. Ende. Danke. Bitte alles in die Kommandozentrale. Es war ein sehr richtiger Entschluss von dir, Eric, mit dem Wiedereintritt die Eigenbewegung des Schiffes abzustellen. Ihr werdet staunen, wenn ihr die Sichtschirme einschalten werdet. Genau so muss unsere alte Sonne daheim ausgesehen haben, von der Erde aus betrachtet. Die
Werte ergeben fast bis zum letzten Detail eine äußerst große Übereinstimmung. Und wie viele Planeten hat die gute, gelbe, warme Mutter? Aus der Entfernung haben wir eindeutig 3 berechnet, aber es könnten durchaus mehr sein. Sie hat 8 Planeten, soweit es von ihr aus feststellbar ist. 8 Planeten, fast wieder heim. Die Größe liegt etwa zwischen Merkur und Erde. Lediglich der 5. Planet ist im Volumen um 12% größer. Riesenplaneten wie Jupiter oder Saturn gibt es hier keine. Und wo kreisen die Planeten zurzeit? Einer, und zwar der 4. und kleinste, befindet sich nur 2 Lichtminuten vor uns. Rechts unterhalb der Sonnenscheibe könnt ihr den kleinen Punkt sehen. Wir befinden uns hier zwischen dem 4. und 5. Planeten, also genau mitten in diesem Sonnensystem. Und ich war der Meinung, wir wären noch ziemlich außerhalb gelandet. Ein Glück, dass wir kein Tempo drauf hatten. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Aber Planeten, noch dazu so kleine, lassen sich aus großer Entfernung eben nicht ab. Welcher Gravitation sind wir derzeit ausgesetzt, Daddy? Nur der Gravitation der Sonne. Der 4. und 5. Planet sind viel zu weit weg, dass sie uns beeinflussen könnten. Das Schiff wird automatisch einen Umlauf fahren und die Sonne einschlagen. Was wir bestimmt abändern werden. Stravos, ich sehe, du hast den 4. Planeten vor uns vergrößert und aufgenommen. Wir können ihn schon wieder vergessen. Eine tote Steinkugel, etwa so groß wie unser Merkur und nicht um 1% lustiger. Ich habe inzwischen die 3 anderen inneren Planeten aufgestöbert. Der 1. und der 2. kreisen in extremer Sonnennähe und daher mit einer rasenden Geschwindigkeit. Sie sind halbglühend und absolut tot. Hier kommt die Bahnberechnung des 3. Planeten aus dem Beobachter. Er kreist etwa in Erdentfernung, könnte also interessant sein. Ich werde eine Analyse veranlassen. Gut, weiter. Den 4. kennen wir schon. Uninteressant. Was ist mit dem 5.? Also ein Planet, der zurzeit hinter uns kreist. Keine direkte Beobachtung oder Analyse möglich, da er sich zurzeit auf der anderen Seite des Systems, also quasi hinter der Sonne, befindet. Also sowohl hinter uns als auch vor uns. Das hast du wundervoll formuliert, Bianca, in perfekte Babysprache. Willst du mich frotzeln, du komischer Taschenrechner? Weiter bitte. Was ist mit dem 6. Planeten? Seine Bahn befindet sich im Mittel 400 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Also weiter weg als bei uns, die Marsbahn. Da wird er für uns wohl schon zu kalt sein. Nummer 7 und 8 sind beide kleiner als die Erde. Der 7. ist im Augenblick ebenfalls auf der anderen Seite des Systems. Aber es sind beide mehr oder weniger zu vernachlässigen. Der 8. ist bereits über 1 Milliarde Kilometer entfernt, empfängt schon sehr wenig Sonnenlicht und noch weniger Wärme. Gut. Welcher Planet ist uns derzeit am nächsten? Der 4., aber der ist ohne dies schon gestrichen. Der 6. wäre linear mit 5% Lichtgeschwindigkeit und das ist innerhalb eines Systems fast ein Risiko, in 8 Stunden zu erreichen. Dann sind wir schon so gut wie unterwegs. Alles auf die jeweiligen Kommandostellen. Fertig machen zum Weiterflug. Sternen ist das schon ein faszinierender Anblick. Obwohl sein Planet ein totes Nichts ist gegen einen aktiven Sternenglutofen. Sag nicht totes Nichts, denn nur auf einem Planeten kann es wirkliches Leben geben. Alle Untersuchungen sind bereits angelaufen. Ich kann euch aber inzwischen die Untersuchungsergebnisse über den 3. Planeten mitteilen, die recht interessant sind. Umlaufbahn in Erdabstand, Größe der Venus, also eine geringere Schwerkraft. Das wäre für uns sehr wichtig. Wir kennen nur die künstliche Schwerkraft unseres Schiffes mit 52% Terra. Wenn wir zum ersten Mal einer normalen Gravitation ausgesetzt sein werden, werden wir vermutlich zusammenbrechen. Eine nur zu wahre Überlegung, aber ich setze fort. Der 3. Planet hat eine atembare Atmosphäre, allerdings etwas zu hohe Stickstoffwerte. Wir verfügen über ein Anpassungsprogramm. Ein operativer Eingriff von 20 Minuten macht unser Medizinroboter ohne Schwierigkeiten. Der Planet ist ja alles fantastisch. Was machen wir doch hier und schauen uns von oben diese Kugel an? Sieht ohne dies nicht einladend aus, nur braun und grau. Wenn man kein Blau, kein Grün und kein Weiß sieht, kann nicht viel los sein. Nichts überstürzen, Stravos.
Wir werden vielleicht noch viele Planeten untersuchen müssen, ehe wir einen passenden finden. Sage ich auch. 2 Millionen und noch einmal 100.000 Lichtjahre waren wir unterwegs. Dass wir schon im ersten System das Glück hätten, einen passenden Planeten zu finden, ist geradezu unwahrscheinlich. Achtung, die ersten Werte über den unter uns liegenden 6. Planeten dieses Systems. Er hat überhaupt keine Atmosphäre und eine starke radioaktive Abstrahlung. Damit erübrigen sich weitere Untersuchungen. Ein radioaktiver Planet? Das ist doch gar nicht möglich. Höchstens ein ganz junger, der sich gerade erst verdichtet, aus dem noch ein Rest direkter Sonnenmaterie glüht. Aber der da unten ist doch uralt. Das sieht man auf den ersten Blick. Vielleicht wurde er von außen radioaktiv verseucht. So oder so, er bietet euch keine Möglichkeit. Wir müssen ihn trotzdem ansehen. Wir müssen wissen, ob in diesem Sonnensystem irgendetwas Außergewöhnliches passiert ist. Mirina, wir fliegen so tief wie möglich hinunter. Die Radioaktivität ist für uns hier drinnen bedeutungslos. Relative Flughöhe im Schnitt 10.000 Meter. Ende. Wir haben über Direktbeobachtung festgestellt, dass es keine Gebirgsformationen über 3000 Meter gibt. Wir gehen also auf unter 5000 Meter hinab. Okay, ich schalte dann auf Automatik und komme zu euch hinauf. Ich möchte unbedingt mitbeobachten. Ende. Seht euch das an. Das müssen künstliche Bauwerke sein. Der Planet hat, oder hatte, unbedingt intelligentes Leben. Aber er kann nur noch tot sein. Kein Licht, keine Bewegung. Achtung, aus 34 Grad nördlicher Breite, angepeilte Entfernung 6000 Kilometer, kommen regelmäßig kurze Funksprüche. An der Endzifferung wird gearbeitet. Ende. Wahnsinnig interessant. Drehen wir nach Norden ab. Die Sicht wird immer besser. Ich glaube, wir dürften schon auf 5000 herunten sein. Dort taucht eine weiße Stadt auf. Die Bauten sehen irgendwie nach Bienenwaben aus. Vielleicht ein Insektenplanet. Volle Vergrößerung auf den Bildschirm. Ist schon da. Das sieht nach Zerstörung aus. Ich würde sagen, das sind teilweise Brandruinen. Das Gebäude mit der gelben Kuppel sieht aus, als ob es gesprengt worden wäre. Achtung, Auswertung der aufgefangenen Signale bisher ohne Ergebnis. Sie kommen jeweils dreimal unverändert hintereinander, wo dann eine längere Pause entsteht. Ende. Achtung, Bordcomputer, spielt uns so eine Durchsage einmal zu. Der Wetterbericht für das Wochenende. Aber für wen? Hier gibt es nicht einmal einen Grashalm. Weitere Resultate. Der Planet hatte einmal reichlichen Pflanzenwuchs und größere Seengebiete. Das müssen diese verkrusteten Mulden sein, die man gelegentlich sieht. Verkrustet? Das ist es! Hier hat ein Atomkrieg stattgefunden. Glaubt mir das! Von wo sonst käme die atomare Strahlung her? Und wo ist die Atmosphäre hingekommen, die es unbedingt gegeben haben muss? Wegen der Pflanzen. Sie ist verglüht, explodiert. Na, wie schaut's da unten aus? Machen wir einen kleinen Landausflug mit Picknick im Grün an einem Teich zum Baden? Nicht einmal mit einem Bleipanzer würde ich dort unten aussteigen. Und von Grün ist schon lange keine Rede mehr. Ach, das sind ja tolle Bauwerke. Aber alle zerstört. Oder zumindest schwerst beschädigt. Achtung! Fernsehbild. Das wird hoffentlich einen Bewohner zeigen. Oder zumindest... Ah! Wenn ich
jemals in einer Schule eine Ausgeburt der Hölle zeichnen müsste, so würde sie aussehen. Nein, Erik, auf so etwas Schreckliches könnte kein Mensch kommen. Du hast Mensch gesagt, Bianca, und das erklärt auch schon alles. Mit dir konfrontiert würde dieses Wesen vielleicht genauso erschrecken. Aber Daddy, gerade Bianca ist doch wirklich sehr hübsch. So? Und ich dachte, ich würde dir auch ganz gut gefallen. Aber Verena, daran besteht doch nicht der geringste Zweifel. Lass doch diese Albernheiten. Mir verschlägt es noch immer den Atem. Ein Wesen zwischen Insekt, Reptil und sonst noch was, das uns unbekannte Organe wie Eitergeschwüre auf der Außenhaut trägt. Welche Schöpfung kann so etwas hervorbringen? Nach der Fernsehstation in 34 Grad nördlicher Breite wurden soeben 6 raketenförmige Flugkörper abgefeuert. Mit Kurs auf unser Raumschiff. Maßnahmen wurden bereits eingeleitet. Was sagt ihr zu diesem ach so toten Planeten? Wenn sie von diesen Wesen stammen, muss man mit allem rechnen. Bitte schaltet dieses Bild endlich ab. Ich habe die Raketen von mir aus ebenfalls geortet. Normale und wenig wirkungsvolle Sprengsätze, wie von Kanonen aus unserem 20. Jahrhundert. Die Abwehr ist problemlos. Achtung, zieh die Automatik ab. Alle 6 Raketen erfasst. Zerstrahlung erfolgt in 10 Sekunden. Ende. Halt! Zerstrahlt nur 5. Vielleicht können wir eine einfangen. Das waren 5 Stück. Das heißt, dass die 6. erwischt wurde. Achtung, eine Rakete wurde wie verlangt gestoppt und hängt jetzt in einem Magnetfeld unter Schleuse ab. Ende. Daddy, kannst du sie draußen untersuchen lassen oder müssen wir sie hereinholen? Wenn kein uns unbekanntes Element dabei ist, das auch draußen machen. Hoffentlich. Wer weiß, was wir uns da an Bord holen könnten. Mich wundert, dass der Sprengsatz nicht atomar ist. Nach dem Zustand des Planeten haben hier noch ganz bestimmt Atomwaffen gewütet. Welche Tragödie muss sie hier abgespielt haben? Diese grauenhaften Wesen, vor denen wir so erschrocken sind, waren vermutlich die friedfertigsten Geschöpfe, die ihre Mörder um Gnade angefleht haben. Aber sichtlich ohne Erfolg. Ein Fernsehbild mit einem Funkspruch. Mehr ist von ihnen nicht mehr geblieben. Was für ein Wahnsinn. Ihnen gehörten diese primitiven Raketen. Die Angreifer verfügten jedoch über Atomwaffen. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Raketen überhaupt erst unter dem Druck einer Invasion entwickelt wurden. Aber das dazu entwickelte Verteidigungssystem funktioniert noch immer. Ein sich nähernder Flugkörper wird automatisch beschossen, solange noch Raketen und die dazugehörige Energie vorhanden sind. Arme Teufel, gibt es denn im ganzen Universum nichts als Mord und Totschlag? Leider ja. Hier sieht man es wieder einmal. Wir fliegen ab in Richtung dritter Planet, dessen Werte für uns so hoffnungsvoll aussehen. Versucht alle, das hier so schnell wie möglich zu vergessen. Wir können nichts mehr daran ändern. Auf mit euch! Das Leben geht weiter. Alles fertig machen zum Abdrehen? Stravos, hier hast du deine Farben. Blau, grün und weiß. Wasser, Pflanzen, Eis und Schnee. Unsere alte Erde dürfte so ähnlich ausgesehen haben. Ich kann es gar nicht glauben. Ist das wirklich wahr? Ja, es ist ein unvorstellbarer Zufall. Jetzt erhebt sich aber die größte aller Fragen. Lebt hier jemand? Das werden wir schon in ein paar Minuten wissen. Wir steigen so tief wie möglich in die Atmosphäre hinab.
Mirina, sorge für den Betrieb des Antigravitators, den wir ja noch nie verwendet haben. Wir können dann langsam dahin gleiten und nach Wunsch einfach in der Luft hängen bleiben. Aye, aye, Captain. Alle Robotlabors arbeiten bereits mit Hochdruck an der Auswertung sämtlicher Messwerte und Informationen. Stravos, ziehe möglichst viele Einzelbilder auf den Vergrößerungsbildschirm. Da! Dort hat es aufgeblitzt. Dort bewegt sich etwas. Wo? Rechts neben dem großen See. Ja, es hebt sich etwas vom Boden ab. Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Lichtstrahler und Sensoren wurden bereits aktiviert. Sie werden gleich etwas melden. Wenn etwas aufgestiegen ist, kann es nur ein künstlicher Flugkörper sein. Ein Vogel auf dieser Entfernung... Vermutung bestätigt. Es ist ein elliptisches Gebilde, 200 Meter Längsdurchmesser... Fliegt mit atomarem Treibstoff und entfernt sich mit großer Beschleunigung tangential von diesem Planeten. Lass die Flugrichtung kontrollieren, Daddy, und häng ihm einen Kontrollstrahl an, dass wir ihn jederzeit orten können. Wir besichtigen inzwischen den Platz, von dem er gestartet ist. Mirina? Ja, die Maschinenstation. Stravos gibt dir sofort Landekoordinaten durch. Zielanflug einleiten. Daddy, irgendwelche Anzeichen über Lebensformen? An der Oberfläche nur pflanzliches Leben und gar kein was auf der Erde eigentlich nicht möglich gewesen wäre. Die Pflanzen sehen auch völlig anders aus, bizarre und höchst seltsame Gebilde. Achtung, auf dem angepeilten Landelagern 5 Raumschiffe, wie das vorhin abgeflogene Ende. Waffenstation! Verteidigungsbereitschaft aktivieren! Schutzschirm für den Fall eines Angriffes vorbereiten. Jetzt habe ich die Schiffe im Bild. Da! Seht euch die Vergrößerung an. Die Sensoren melden erstmals tierisches Leben, womit aber nur die Insassen dieser Flugkörper gemeint sein können. Achtung, wir empfangen Signale, die aber nicht für uns bestimmt sind, sondern den Funkverkehr zwischen den 5 Schiffen dienen. Sprachcomputer konnte aber sofort auswerten, weil es sich um vermutliche humanoide Humanoide? Wir müssen sofort eine Kontaktaufnahme versuchen. Ich setze fort, der Inhalt der Signale war ein Feuerbefehl gegen unser Raumschiff. Der Schutzschirm wurde bereits aktiviert. Ende. Wir müssen ihnen klar machen, dass wir vielleicht Brüder aus einer fernen Welt sind. Vielleicht war es eine Kurzschlusshandlung. Unser riesiges Kugelschiff hat ihnen Angst eingejagt. Verdammte Idioten! Ohne Warnung und noch dazu ohne Grund einfach loszuschlagen. In unserer Gewalt bekommen. Aber trotz der Feindseligkeit größte Vorsicht. Niemand darf verletzt werden. Vier Schiffe sind entkommen. Das fünfte liegt noch auf dem Startplatz. Aus diesem fünften Schiff haben wir 3 Mann herausgeholt. Sie können unsere Luft atmen und befinden sich in Schleuse 3. Lass sie heraufbringen. Entwaffnet und bewegungsmäßig behindert. Ein schwacher Magnetstrom wird genügen. Ah, ich bin bis zum Zerreißen gespannt. Sie sind sogar sehr humanoid. Aber schon an ihren Uniformen erkennt man, dass sie trotz ihrer Atomtechnik Barbaren sind. Wer seid ihr? Von wo kommt ihr? Und was habt ihr uns zu sagen? Ach, Stravos, ja.
Dann seid ihr es wohl gewesen, die die Lebewesen des sechsten Planeten vernichtet haben? Das genügt. Brutale sogenannte Herren, Menschen und Massenmörder. Keine Diskussion möglich. Und natürlich wieder einmal Humanoide. Wir werden sie auf ihrem Planeten isolieren und versuchen, manches wieder gut zu machen. Schafft sie fort! Wir selbst werden diesen Planeten hier besiedeln. Und damit Vegetarier werden. Erinnert ihr euch noch, wie entsetzt die Andromedaner waren, weil wir Fleischfresser sind? Ab sofort sind wir es nicht mehr. Aber auch die Pflanzen, von denen wir uns nun ernähren werden, sind Lebewesen. Es dauert alles seine Zeit. Auch unsere andromedanischen Freunde haben lange gebraucht, bis sie sich nur mehr von reiner Energie ernähren konnten. Erst wenn man leben kann, ohne dafür andere Lebensformen töten zu müssen, hat man die Stufe der Vollkommenheit erreicht. Ein weites, aber großes Ziel. Meine Freunde, ich glaube, unser Leben hat erst in diesem Augenblick begonnen.